Marie Curie, Pionierin der Wissenschaft. Hallo meine lieben Freunde der Wissenschaft, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch in die faszinierende Welt einer bemerkenswerten Frau entführen, die die Grenzen der Wissenschaft erweitert hat, Marie Curie. Geboren als Maria Sklodowska am 7. November 1867 in Warschau, Polen, war Marie eine wahre Pionierin auf ihrem Gebiet. Sie trotzte den Konventionen ihrer Zeit, in der Frauen oft in der Wissenschaft unterschätzt wurden. Ihre Entschlossenheit führte sie schließlich zu zwei Nobelpreisen, einem in Physik und einem in Chemie, eine bis heute unerreichte Leistung. Man muss wissen, was man will, wenn man Erfolg haben will. Marie Curie war nicht nur die erste Frau, die einen Nobelpreis erhielt, sondern auch die erste Person, die ihn in zwei verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen gewann. Ihre bahnbrechenden Arbeiten über die Entdeckung der Radioaktivität und die Isolierung von Radium und Polonium haben die Grundlagen für die moderne Kernphysik und Chemie gelegt. Nichts im Leben muss gefürchtet werden. Es muss nur verstanden werden. Trotz zahlreicher Herausforderungen und Vorurteile blieb Marie Curie ihrer Leidenschaft für die Wissenschaft treu. Sie inspirierte Generationen von Forschern, insbesondere Frauen, die sich in einer von Männern dominierten Welt behaupten wollten. Ich bin eine Frau, und als Frau soll mir nichts Menschliches fremd sein. Marie Curie starb am 4. Juli 1934, aber ihr Erbe lebt weiter. Ihre Entdeckungen haben nicht nur die Wissenschaft vorangebracht, sondern auch die Tür für zukünftige weibliche Wissenschaftlerinnen geöffnet. Lassen Sie uns Marie Curie in Erinnerung behalten, eine Frau, die mit Entschlossenheit, Intelligenz und einem unerschütterlichen Glauben an die Wissenschaft die Welt verändert hat. Wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht zu liken, zu teilen und zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder in die faszinierende Welt der Wissenschaft begeben. Tschüss!